Ja, ich finde das eine großartige Möglichkeit, dass es Euromines, Euromines gibt, weil die Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Kultur, Sport, aber auch Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, um sich nicht nur zu informieren über die großen Fragen dieser Zeit, sondern gemeinsam auch an Lösungen zu arbeiten. Wie ist die Mobilität von morgen? Wie gelingt gesellschaftlicher Zusammenhalt? Wie kriegen wir aus Erkenntnissen der Wissenschaft die Ideen und die Innovationen von morgen? Das sind alles Dinge, die wir brauchen, gerade in Zeiten wie diesen, um Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, um unseren Wohlstand zu erhalten, Jobs von morgen zu erhalten, aber vor allem unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das heißt, deshalb sowas großartig. Sowas hat gefehlt sozusagen. Ja, da wird schon auch in eine Lücke gestoßen, weil man unterschiedliche Menschen adressiert, die auf Panels erst miteinander diskutieren, aber dann auch Bürgerinnen und Bürger einbeziehen und damit Lösungen für morgen entwickeln. Super. Danke. Danke.